Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown und ich habe seit der letzten Folge, seit dem Besuch bei der Pferdewirtin, ein bisschen weiter gemacht, aber wir haben jetzt 0 Liter hier drin in dem Güllefass und wir müssen uns jetzt was überlegen, denn ich glaube, Herr Schneider hat auch nichts mehr und das Einzige, der einzige Verein hier in dem Dorf, der uns jetzt noch aus der Patsche helfen könnte, das ist das LU und da rufe ich jetzt mal an. So, warten wir mal, bis Herr Jansen abnimmt. Jansen. Guten Tag, Herr Jansen. Moin, Herr Meier. Ich habe ein Problem. Mhm. Sie haben sich sicherlich gewundert. Hier kamen schon lange keine Aufträge mehr. Ja, ich wundere mich tatsächlich. Es ist, die Kassen sind knapp. Aber, was ich Sie fragen wollte, war, ob Sie noch Gärreste für mich hätten. Ja. Haben wir. Das ist super. Ausreichend. Sie haben, wie viel haben Sie denn da? 200, ich weiß gar nicht, ich war heute früh das letzte Mal. 280.000 waren es, ein bisschen mehr vielleicht jetzt schon. Also. 280.000, okay. Mhm. Alles klar. Haben Sie denn auch ein Fass zum Überladen? Wir haben einen Güllefass da, ja, zum Ausbringen direkt. Zum Ausbringen, also ich würde es gerne selbst ausbringen, ich brauche nur sozusagen die Gülle bzw. die Gärreste von Ihnen. Mhm. Gibt es die Möglichkeit dazu? Ja, gibt es. Was kostet das? Müssen wir mal sehen. Aber ich glaube, das waren, ich weiß gar nicht mehr, was war das, 200 pro Tonne? Okay. Bin mir nicht ganz sicher, ich müsste mal in die Preisliste gucken. Okay, ich habe sowieso eigentlich keine Wahl. Deswegen würde ich sagen, bis wann könnten Sie mir das denn vorbeibringen? Dauert noch ein bisschen, weil wir gerade mit Häckseln beschäftigt sind und mit Verdichten und so weiter. Okay, und ich könnte das jetzt auch nicht bei Ihnen abholen. Haben Sie ein Fass zum Abholen? Also ich habe zwar ein Fass, aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Also ich müsste es ja sicherlich bei Ihnen am Hof abholen, oder? Das liegt an der BGA. Das ist nicht weit von Ihnen entfernt. Okay. Da steht das, also, wenn das ginge, dann würde ich mal kurz mit meinem Mitarbeiter sprechen und dann würde der. Ist jemand von Ihnen an der BGA? Ja, ja, wir sind da. Alle. Okay, super. Dann würde ich doch sagen, werde ich meinen Mitarbeiter da mal losschicken und dann gucken wir mal. Gut, ansonsten ob der das irgendwie kann ich Ihnen nur den Herrn Peters ans Herz legen. Der hat einen Güllefass. Ans Feld liefern. Ja, ja, aber das ist, haben wir schon mal gemacht, ist eine teure Geschichte. Okay. Ich muss auf die Finanzen achten. Gut, aber ich rede mit meinem Mitarbeiter. Ja, gut. Danke Ihnen soweit. Alles schon klar, mal. Wunderbar. Herr Grünwald, ich habe gerade mit Herrn Jansen telefoniert. Wir haben das Problem, dass, wir dürfen ja eigentlich Gülle von Herrn Schneider konsumieren. Ja, das Problem ist, der hat jetzt nichts mehr auf dem Hof. Okay. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was machen wir da jetzt am besten? Das ist eine gute Frage. Ja, das Einzige, was mir jetzt so einfallen würde, ist das LU. Genau. Mit dem Herrn Jansen habe ich auch gerade telefoniert und er hat gesagt, wir könnten uns Gärreste von der BGA abholen. Okay. Sie müssen ein bisschen mitrechnen, wie viel wir da nehmen, weil ich vertraue dem ganzen Rechner nicht ganz, aber haben Sie im Moment Zeit? Ich habe jetzt nichts zu tun. Ich habe meine Arbeiten soweit fertig. Das Einzige, ich müsste noch mal bei den Hühnern kurz gucken, aber das kann ich sonst nachher machen. Das kann ich auch schnell oder machen. Sie? Dann gehen Sie doch hier in den John Deere und dann bringen Sie hier weiter die Gärreste aus. Ja. Und ich würde jetzt mal erstmal in den kleinen Güldner einsteigen und dann mal beim Forstunternehmen anrufen. Denn da steht immer noch die Einladung aus und es wäre sehr unfreundlich, da jetzt nicht drauf zu reagieren. Deswegen, ich muss da jetzt mal vorbeischauen und mich interessiert es ehrlich gesagt auch. Deswegen würde ich sagen, schaue ich dann heute mal beim Förster vorbei. Ja, machen Sie das. Der Drescher hatte ich ihm zu dem Herrn Peters gestellt und Angebot habe ich auch dafür bekommen, für die Maschinen. Okay, da würde ich sagen, sprechen wir dann später nochmal drüber. Machen Sie erstmal zum das Hof. Mit dem Förster und dann... Genau. Attacke hier mit den Gärresten. Ja. Ne? Gut Dung. Mach ich mal. Tschüssikowski. So, okay, dann sprinte ich mal schnell zum Hof.
Das Windrad, das läuft im Moment ja noch wie eine Eins, ne? Das bringt uns, glaube ich, auch ganz gute Erträge ein. Also ich glaube, auf lange Sicht wird sich das auf jeden Fall sehr lohnen. Die Transporter sind mittlerweile auch abgerückt. Das finde ich ganz gut. Aber der Bauunternehmer hat hier irgendwie seine Schaufeln liegen gelassen. Ja gut, aber ich gehe jetzt mal hier in den Güldner und dann machen wir mal schnell die Hühner ready. Und derweil rufe ich mal schnell hier beim Vanderlinde an. Gucken wir mal, wann er abnimmt hier. Das ist ja die Zeiten, die sind immer mal ein bisschen unter. Ah! Grüße Sie, Herr Vanderlinde. Ich wollte mal bei Ihnen anrufen, weil wir haben ja, wir haben schon zwei oder dreimal drüber gesprochen. Sie haben mich ja schon mehrfach mittlerweile eingeladen auf Ihren Forstbetrieb, um da mal ein bisschen mitzuhelfen, um mal das, ja, Ihr Forstunternehmen kennenzulernen. Würde ich sehr, sehr gerne machen. Wann, könnte ich vorbeischauen? Also ich hätte jetzt im Moment Zeit, deswegen frage ich. Ja, wenn Sie wollen, können Sie gerne vorbeischauen. Haben Sie im Moment was zu tun, was man sich mal anschauen könnte? Ich hätte jetzt hier gerade ein Projekt eigentlich genau am Anfangen, dass wir ein Stück roben müssen. Das würde sich natürlich jetzt anbieten, mit den Großmaschinen mal zu arbeiten. Okay, dann würde ich doch sagen, komme ich vorbei. Sagen Sie mir noch mal, wie ich Ihren Betrieb erreiche. Ich war da noch nie. Wenn Sie von Meierhof rausfahren auf die Straße, ja? Nach rechts abbiegen, Richtung Sägewerk. Moment, ich muss mal kurz. Wenn ich jetzt hier abbiege, rechts Richtung Sägewerk, genau, ja? Genau, und genau gegenüber vom Sägewerk einfach die Forststraße rein, beziehungsweise den Feldweg. Alles klar. Dann würde ich sagen, mache ich das mal und dann sehen wir uns gleich. Ich bin mit dem alten Güldner leider unterwegs. Haben Sie eigentlich bei sich zufällig einen Hochdruckreiniger? Ein Hochdruckreiniger? Ja. Müsste ich gucken, aber ich denke, ich habe einen, ja. Okay, weil ich sehe gerade, dass der Güldner wirklich ganz, ganz schlimm aussieht. Ich müsste den mal wieder sauber machen. Also wenn ich den mal kurz nutzen dürfte, wäre das perfekt. Ja, ja, können Sie gerne machen. Alles klar. Dann sehen wir uns, ja, in, ich würde mal sagen, 10, 15 Minuten. Der Güldner kann halt nicht so schnell, alles, ne? Alles klar, kenne ich mich aus. Super, dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. So, hier vorne müsste das schon irgendwo sein. Also ich bin nach der Beschreibung gefahren. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, hier links ist das. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das erreiche. Vielleicht da vorne. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das könnte klappen. Ich fahre mal hier links und dann gucken wir mal, ob wir da drauf kommen. Ah, ich glaube, da wartet er schon. Hallo. Grüße Sie. Na wunderbar. Da haben Sie es ja geschafft. Ich hab's geschafft, ja. Sie haben eine hervorragende Beschreibung abgegeben. Ja, ist ja auch nur geradeaus gewesen, dann vom Sägewerk gegenüber. War ja jetzt nicht zu schwer. Jetzt machen Sie nicht. Ich bin froh, ich habe hier kein Navi und nichts drin. Ich bin froh, dass ich den Weg so schnell gefunden habe und jetzt machen Sie es direkt wieder zunichte. Ja. Aber was gibt's zu tun? Ja, einiges steht an. Wollten ja ganz schnelle Hofführung, soweit ich weiß. Und dann. Ja, ich interessiere mich sehr dafür, wie das alles hier so aussieht. In den Wald. Im Dorf. Das hat mich ja eigentlich gewundert, dass Sie mich wegen den Forstarbeiten jetzt angerufen haben. Ich dachte, Sie wollten wissen, wann die Papiere fertig sind. Das interessiert mich auch, aber ich. Wissen Sie, ich will mich nicht unbeliebt machen im Dorf, deswegen frage ich lieber einmal weniger als einmal zu viel. Die Papiere wären schon fertig, das könnten wir heute nach Feierabend dann eigentlich gleich unterzeichnen, übergeben und das Geld dann überweisen, dann wäre es eigentlich erledigt. Sie haben das alles hier? Ich habe das alles hier in meinem... Ja gut, ja, dann machen wir das. Gut, ja. Hier sehen Sie meinen Umkehrplatz, der für die größeren Maschinen, weil, wie Sie sich vorstellen können, mein Hof war ja auch ziemlich klein und eng, der passt für moderne Maschinen nicht mehr. Und Sie wollten Ihren Güldner noch schnell abspritzen, ist das richtig? Das ist richtig, aber sagen Sie mir,
hier dieser Kran, macht man den irgendwie an irgendein Gerät dran? Oder ich kenne das nur, dass der sozusagen fest verbaut ist. Ich habe einen Lastwagen, in dem ist es fest verbaut und das hier ist eine Sonderanfertigung, also eine Sonderanfertigung, nicht jetzt unbedingt, aber der ist kompatibel mit einem IT-Warner-System. Ah, okay, ich verstehe. Weil ich arbeite hier nämlich mit IT-Warner, einfach damit ich hier zwischen Aufbau, also die Aufbau wechseln kann zwischen Häckselgut und eben Rungen fürs Holz zum Transportieren. Ah, okay. Somit spart man sich eine Maschine, ist ein bisschen billiger. Mhm. Ja, interessant. Gut, aber zeigen Sie es mir weiter. Hier ist leider ein bisschen leer. Das hat den Hintergrund, dass das meiste schon im Wald oben steht. Beziehungsweise mein kleines Equipment noch beim Herrn Schneider vorne ist, da wir die Baumstümpfe noch wegfräsen müssen. Sie arbeiten aber auch wirklich an allen Fronten. Natürlich, im Moment, natürlich, ja. Ja, wenn Sie gleich in den Gülden am besten einsteigen, dann können wir gleich schnell rüber zum Hof gehen. Dann kann ich Ihnen schnell die Papiere geben und Sie können schnell den Gülden abspritzen und dann geht's ab in den Wald, würde ich vorschlagen. Wie, Papiere, wollen wir das nicht später machen? Wollen wir das ja, nicht? Wenn Sie wollen. Dann. Wir machen dann das, machen später, würde ich sagen. Genau, dann einfach hier mir durch den Wald folgen. Also hier mal schön ein. Es tut mir immer ein bisschen weh, so viel Geld zu zahlen. Deswegen zögere ich das sehr gerne sehr weit raus. Hier haben wir halt einen Nagelwald. Ja. Und da werden wir die eine Seite hier dann komplett abholzen und gucken, dass wir ein bisschen Mischwald hier kriegen, damit hier nicht so eine komplette, also nur Nagelwald ist. Und das ist auch mit dem Boden kompatibel. Ich meine, meistens hat das ja einen Grund, dass so Bäume hier wachsen. In dem Fall ist das schon kompatibel, weil das früher ja eigentlich Mischwald war. Und da wurde dann mal von meinen Großeltern mal ziemlich gerodet hier. Und wurde halt dann hier für die leichtere Bearbeitung einfach schöne Nagelwälder hier hingesetzt, weil die einfach schön gerade wachsen und man so leichter bearbeiten kann, vor allem mit dem Harvester. Ich sehe schon, Sie haben hier ja wirklich massive Gerätschaften. Genau, hier haben wir unsere John Deere Flotte, einen schönen großen Harvester, der auch mit größeren Baumstämmen fertig werden kann. Und dann auch für steileres Gelände unseren Vorborder, damit wir auch das Holz dementsprechend rauskriegen können. Also wirklich schickes Teil. Ja, hat auch eine Stange Geld gekostet. Da hat sich der Herr Peters. Haben Sie sich dazu auch verschuldet, oder? Ja, eine Zeit lang schon, aber ich habe geguckt, dass ich das relativ schnell wieder abzahlen kann. Okay. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum Herr Peters mir manchmal großzügige Rabatte geben kann. Aber wenn Sie solche Maschinen da bestellen, die werden ja sicherlich einige hunderttausend kosten, ne? Dann kann ich mir das vorstellen, wo das herkommt. Ja, sagen wir so, in dieser Ausführung mit der Harvester hier steht, da hätte ich Ihre ganzen Grundstücke auch damit kaufen können. Gut, dann würde ich mal sagen, dann schlüpfen Sie hinter der Steuer mal des Harvesters. Ach, ich darf tatsächlich hier direkt so eine riesige Maschine natürlich fahren. Dafür sind Sie ja da. Sie wollten ja ein bisschen was lernen. Ja, aber ich habe auch Respekt vor diesen Dingern. Ach, das ist eben meistens selbst erklärend, die ganzen Schalter. Ist ja angeschrieben, ne? Sagen Sie, der Sie jetzt hier schon Jahrzehnte Förster sind. Okay, also wie das hier angeht, das kann ich mir noch vorstellen. Mit den zwei Joysticks bediene ich dann jetzt hier. Haben Sie schon mal einen Bagger gefahren? Nee. Okay. Dann haben wir, also ist ähnlich wie beim Bagger, Sie haben die zwei Joysticks, die hier vorne den Harvester dementsprechend steuern. Auf Ihren rechten Joystick haben Sie alle Funktionen oben, die den Harvester vorne bedienen, also vom Harvester aufklappen, schneiden und so, können dann die Länge einstellen. Ja. Die Kabine müssen Sie selbst nicht drehen, die wird automatisch mitgedreht, sobald Sie eben den Kran vorne auch drehen. Und sonst ist das Ding eigentlich genauso zu steuern vom Fahrverhalten her wie ein Traktor. Im Prinzip haben sie fast dieselben Dinge eingebaut. Und das Schöne ist, die ganze Hängesteuerung und alles drum und dran wird alles mit elektronischen Sensoren ausgemessen und kommt vollautomatisch. Also da sind wir wirklich schon in modernster Technik drin, damit das Gerät nicht kippt oder sich irgendwie sehr stark neigt, das kommt alles automatisch. Da müssen Sie sich gar nicht mehr drum kümmern. Okay, das klingt spannend. Dann würde ich doch sagen,
Dann fange ich jetzt einfach mal an. Was ist der erste Baum, den ich hier greifen soll? Dann fahren Sie einfach mal hier lang. Dann. Und wir werden hier gleich mal mit dem ersten größeren Baum anfangen. Okay, also die ersten in 6 Meter hier liegen lassen und den Rest, was machen wir damit? Genau, also Sie würden schätzen, Sie können 2 mal 6 Alles genau, klar. Und hier haben wir den Vorteil, wenn das Ding schon im Harvester drin ist, dann bevorzuge ich persönlich, dass man hier das gleich relativ klein zusammenschneidet. Erstens kann man das gleich mit einer anderen Maschine zu Brennholz weiterverarbeiten. Das spaltet automatisch das Holz in schönen, großen, handlichen Teilen und packt das fertig ab für Brennholz. Und die Dinge, die einfach nicht schön sind, kann man gleich mit der Hand schön am Häcksler draufwerfen. Ah, okay. Das ist besser, verstehe. Nachdem auch hier auf diesem Harvester, also auf diesem Häcksler jetzt speziell kein Gran oben ist, ist mit der Beladung natürlich schwieriger von größeren Teilen. Und somit kann man das schön hochwerfen und ist erledigt. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir auf jeden Fall noch ein paar Bäume. Ja, würde ich auch sagen. Und dann weiter. Und ich werde hier mich mal mit der Befüllung kümmern vom Häcksler. Alles klar. Ja, ich mache einfach mal so weiter ja, wie bitte. Eben. Ja, ne? War wunderbar. Fast schon ein richtiger Forstprofi. Fürs erste Mal perfekt. Okay. Okay, wir haben schon einiges geschafft hier im Wald. Es macht riesengroßen Spaß, hier mit dem Harvester im Wald zu wüten sozusagen und die großen Bäume zu fällen. Ich werde hier noch ein bisschen weitermachen, werde den Tag noch dazu nutzen, hier Herrn van der Linde ein bisschen im Wald zu helfen. Und würde aber sagen, das war soweit von dieser Folge. Wenn ihr in den nächsten Wochen wieder 5 Folgen pro Woche sehen wollt, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch vorstellen könntet, dass wir hier mehr mit Herrn van der Linde machen. Und wenn ja, was sollten wir da machen? Er arbeitet da im Hintergrund noch fleißig weiter. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich bin mal gespannt, war diese Nachricht, die wir da bekommen haben, nur ein Bluff? Oder steckt da mehr hinter? Das werden wir sehen, vielleicht, hoffentlich nicht, in den nächsten Folgen. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.